Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. Der berühmte Forschungsreisende Alexander von Humboldt hat unser Bild von der Natur geprägt. Doch leider verhält die sich oft ganz anders, als er dachte. Das Konzept vom natürlichen Gleichgewicht als Idealzustand des Lebens, von dem Humboldt überzeugt war, ist überholt. Die Erde wandelt sich ständig und oft sind es dramatische Umweltveränderungen, die der Evolution den Weg weisen. Gleichgewicht oder Katastrophe? Aktuelle Sachbücher werfen neues Licht auf die Geschichte des Lebens. Was sich zu lesen lohnt, verrät das Sachbuchtrio des Deutschlandfunks. Und zwar live von der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zur Auslese. Schön, dass Sie dabei sind hier am Messestand des Deutschlandfunks oder zu Hause oder unterwegs an den Radiogeräten. Mein Name ist Ralf Krauter und an meiner Seite stehen wie immer bei diesem Format die zwei so renommierten wie belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange, die das DLF-Sachbuchtrio komplettieren. Schön, dass Sie da sind. Hallo. 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 Sie haben es im Einspieler gerade schon gehört. Wir wollen sprechen über aktuelle Sachbücher, die neues Licht werfen auf die Geschichte des Lebens und auf unser Verständnis von der Natur. Und weil der wohl berühmteste Naturforscher aller Zeiten, Alexander von Humboldt, maßgeblich geprägt hat, wie wir die Welt heute sehen und wahrnehmen, kommen wir natürlich nicht vorbei an dem neuen Buch von Andrea Wulff, die unter anderem der Frage nachgeht, wie zeitgemäß Alexander von Humboldts Sicht der Natur heute noch ist. Wir werden sprechen über das Buch mit dem Titel Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur und werden Ihnen das gleich vorstellen. Buch Nummer 2, über das wir dann direkt im Anschluss sprechen wollen, stammt aus der Feder zweier renommierter US-Forscher. Peter Ward ist Paläontologe, sein Co-Autor Joe Kirschwink ist Geobiologe und in deren aktuellem Buch mit dem Titel Eine neue Geschichte des Lebens erklären sie, was in den letzten 4,7 Milliarden so alles passiert ist auf unserem Planeten und warum Meteoriteneinschläge und andere Katastrophen aus Sicht der Evolution durchaus ihre Vorteile haben. Denn ohne eine ganze Kette solcher Desaster hätte sich alles anders entwickelt, das Leben vor allem, und uns hätte es vielleicht gar nicht gegeben. Falls Sie das alles gar nicht interessiert, bleiben Sie trotzdem da, weil in so einer Viertelstunde ungefähr lassen wir Humboldt und die Geschichte des Lebens hinter uns und verraten Ihnen, was uns dreien sonst noch so aufgefallen ist an derzeit lesenswerten Sachbüchern hier auf der Buchmesse. Und da ist dann von Material bis Hirnforschung auf jeden Fall für jeden was dabei. Los geht's aber, wie schon gesagt, mit Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Das ist eine Mischung aus Biografie und Sachbuch, kann man sagen, für das die Autorin Andrea Wulff tatsächlich mehrere Jahre lang auf den Spuren dieses wohl berühmtesten Naturforschers aller Zeiten unterwegs war. Sie ist ihm gefolgt, in Archive, aber auch in die Anden. Die englische Originalausgabe dieses Buchs ist schon vor einem Jahr erschienen, hat zahlreiche Preise abgeräumt. Titel des Originals The Invention of Nature, The Adventures of Alexander von Humboldt. Und vermutlich waren diese zahlreichen Preise, die das Original bekam, auch dann für den Bertelsmann Verlag ein Grund, dieses Buch zu verlegen. Michael Lange, Sie haben die deutsche Fassung gelesen. Erzählen Sie doch mal schnell, wie Alexander von Humboldt in diesem Buch die Natur erfindet. Ja, das wusste ich vorher auch noch. Ich war vorher zwar schon Humboldt-Fan, aber jetzt verehre ich Humboldt und ich stehe hinter dieser Aussage. Humboldt hat die Natur nicht nur erforscht, er hat sie erfunden. Und wie ich das meine, das verstehen Sie aber erst nachher. Deshalb erstmal, was er überhaupt machte. Er war ein Mensch, getrieben von der Neugier, lebte damals in Preußen und es zog ihn hinaus in die Welt. Und er hat wirklich viele Widerstände überwunden und seinen Traum von der Erkundung der Welt Wirklichkeit gemacht. Er hat auf dem Orinoco gepaddelt, er hat den Chimborazo erstiegen. Dieser Berg galt damals als der höchste Berg der Welt, war er nicht, aber Humboldt glaubte das. Und Humboldt hat überall Daten gesammelt. Er hat verschiedene Präparate von Tieren gesammelt, von Pflanzen und hat alles gemessen, was zu messen war. Aber das war noch nicht alles. Er wollte neben diesem Messen und Aufzeichnen auch die Natur erfühlen. Er wollte die Wirkung der Natur auf sein Gemüt spüren und die sozusagen in Texte umsetzen. Unter anderem hat er die umgesetzt in ein Naturgemälde. Also zugleich ganz ernsthafte Wissenschaft, alles nachprüfbar und doch irgendwie auch, ja, wie spüre ich Natur? Was macht Natur mit mir? Wie gehöre ich zu Natur? Das waren für ihn sehr wichtige Themen. Und ich finde, die Autorin, das ist eine Historikerin, Andrea Wulff, aufgewachsen in Deutschland, lebt in England, die macht das sehr schön deutlich. Die ahmt ihn nicht nach, aber in ihren Texten wird dieses Zusammenspiel von Naturwissenschaft und Dichtung und Gemüt
wird spürbar. Ich habe dazu ein Zitat ausgewählt. Das ist die Zeit, wenn als Humboldt und sein Reisegefährte Bonpland Südamerika erreichen und was sie dort empfinden. Humboldt und Bonpland entdeckten in diesen ersten Wochen überall faszinierende neue Dinge. Die Landschaft schlug sie in ihren Bann. Herrliche rote Blüten schmückten die Palmen. Die Vögel und Fische wetteiferten in ihrer Farbenpracht und selbst die Flusskrebse leuchteten himmelblau und gelb. Es gab so viele Schmetterlinge, Affen und Pflanzen zu katalogisieren, dass Humboldt an seinen Bruder schrieb, wie die Narren laufen wir bis jetzt umher. Selbst der eher gelassene Bonpland räumte ein, er werde von Sinnen kommen, wenn die Wunder nicht bald aufhören. Würde ein Naturwissenschaftler in einer Fachveröffentlichung heute so reden? Damals, da war die Begeisterung spürbar. Es gab Neues zu entdecken und man wollte auch die Umwelt von diesen Entdeckungen begeistern. Und ich glaube, vor 200 Jahren ist das keinem so gut gelungen wie Alexander von Humboldt. Und er hat damit tatsächlich unser Denken über die Natur geprägt. Alles hängt mit allem zusammen, hat Humboldt gesagt. Und das ist eigentlich der Gedanke, der steht am Beginn der ökologischen Forschung, der steht am Beginn der gesamten Umweltbewegung. Und das hat ein Mann vor 200 Jahren ja so formuliert und gewisserweise unseren Blick auf die Natur, unsere Vorstellung von der Natur erfunden. Und ich finde, das Buch zeigt das wunderbar. Es ist sorgfältig und mit viel Aufwand recherchiert. Viele Zitate sind da drin. Und ja, ich finde, das Buch ist rundum lesenswert. Ein Buch wie Humboldt für Herz und Hirn. Ich habe das Buch auch sehr gerne gelesen und ich finde, es liefert in der Tat, Herr Lange, da würde ich mich anschließen, ein sehr facettenreiches Bild von Alexander von Humboldt. Also man erfährt zum Beispiel, dass er mit dem gealterten und schon etwas fett gewordenen Goethe in Jena dann Elektrizitätsexperimente mit Froschschenkeln gemacht hat und dass er sich auch dort noch in Jena mal völlig pietätslos einen vom Blitz erschlagenen Bauern ins Labor bringen ließ, um den dann in aller Ruhe zu sezieren, bis der Kadaver zu riechen anfing. Wir erleben Humboldt als Workaholic am Rande des Wahnsinns. Der hat so viele tolle Ideen, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Er redet ununterbrochen, schläft kaum, wird später sozusagen auch der erste Popstar der Wissenschaft. Also seine Vorträge in Berlin waren, die Leute haben ihm die Bude eingerannt, wollten das alles hören, weil er so toll erzählen konnte. Mir war zum Beispiel neu, dass Goethes Faust offenbar direkt von Humboldt inspiriert war. Also der Mann, der um jeden Preis verstehen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist Humboldt. Das treibt ihn um, das treibt ihn nach Südamerika, später nach Russland. Mir war auch neu, dass der US-Schriftsteller Henry David Thoreau sein berühmtes Buch Walden, das man aus dem Club der Toten Dichter vielleicht kennt, das war die Antwort auf Humboldts Kosmos. Also Humboldt hatte sehr weitreichende Folgen auf viele Leute, die nach ihm kamen. Ich fand auch ein spannendes, prima zu lesendes Buch, das selbst für Kenner von Humboldts Werk und Leben, die es in Deutschland ja wahrscheinlich reichlich gibt, noch viel Neues bieten wird. Was war Ihr Eindruck, Frau Röhlich? Ich habe es auch wahnsinnig gern gelesen. Ein wunderschönes Buch. Aber ein ganz klein bisschen Wermut halte ich bereit. Für mich war es ein bisschen zu sehr Deus ex machina, denn Humboldt war ein Riese, der auf den Schultern von anderen Riesen stand, um dieses Zitat zu bringen. Und beispielsweise der Eindruck, dass er der erste Popstar in der Wissenschaft war, der ist falsch. Damals gab es schon 150 Jahre vorher Wissenschaftler, die Hörsäle gefüllt haben, wo die Leute Eintritt gezahlt haben, um ihnen zuzuhören, um zu sehen, wie sie sezierten. Damals hatte Wissenschaft einen völlig anderen Stellenwert. Und so ein bisschen fehlt mir in dem Buch, wenn ich jetzt mäkeln soll, aber das ist wirklich mäkeln auf ganz hohem Niveau. Sie sollen nicht, aber Sie dürfen. Genau, ich mäkel jetzt einfach mal ein bisschen. Es ist einfach, dass ja, diese Riesen, die davor waren und diese andere Wahrnehmung von Wissenschaft, die 100 Wissenschaft entstand ja damals erst, von Naturforschung ist da schon richtiger zu sagen, die 100, 150 Jahre vorher begonnen hat. Das fehlt mir so ein bisschen, weil man es dann erst einordnen kann, dann versteht man, was Humboldt damals war und wie er gewirkt hat, auch vor dem Hintergrund von dem, was vorher war. Trotzdem ein super Buch. Werden wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, Ihre Einwürfe, Frau Röhle, vielen Dank. Erst noch mal alles Wichtige zum Buch Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur hier und jetzt zum Mitschreiben. Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Das Sachbuch von Andrea Wulff wurde von Heiner Kober aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei Bertelsmann erschienen, hat 560 Seiten und kostet 24,99 Euro.
Alexander von Humboldt hatte bereits vor 200 Jahren erkannt, man kann die Natur nicht verstehen, wenn man nur durch die reduktionistische Brille guckt. Man muss das große Ganze in den Blick nehmen, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Und dieser Blick für das große Ganze hat es ihm dann auch möglich gemacht, früher als andere zu erkennen, mit welcher Macht der Mensch die Umwelt schon verändert an vielen Orten, wo er war. Am Valencia-See in Venezuela zum Beispiel sieht er im Jahr 1800, wie eine einst sehr fruchtbare Gartenlandschaft völlig verödet ist, weil im weiten Umfeld des Sees dort eben Bäume gefällt worden sind. Heute würden wir das regionalen anthropogenen Klimawandel nennen. Was Humboldt damals allerdings noch nicht wusste, nicht nur der Eingriff des Menschen kann die Natur aus dem Gleichgewicht bringen oder ihr zu schaffen machen, auch die Natur selbst ist dazu in der Lage. Und es waren in der Geschichte unseres Planeten genau solche globalen Naturkatastrophen, die der Evolution letztlich ganz oft die Richtung gewiesen haben, an deren Ende letztlich wir stehen, der Mensch ja auch. Wie Katastrophen den Lauf der Evolution bestimmen, das ist der Untertitel des Buchs, eine neue Geschichte des Lebens, der zwei renommierten US-Forscher Peter Ward und Joe Kirschwink. Ja, Frau Röhlich, jetzt sind Sie dran, Sie haben es gelesen, erzählen Sie doch mal. Ja, also dass die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit ist, das ist seit dem 19. Jahrhundert einer der Lehrsätze der Geologie. Gekommen ist das halt durch Charles Darwin, durch Charles Lyell und auch durch Humboldt. Seit etwa 50 Jahren wissen wir, dass das ein Teil der Wahrheit ist, aber nicht die ganze Wahrheit, dass also Katastrophen, globale Katastrophen durchaus die Erde erschüttern konnten und die Evolution aus der Bahn werfen konnten. Die beiden Geologen, Joe Kirschwin und Peter Ward, haben nun mit diesem Buch gezeigt, wie eine ferne, fremdartige Welt, denn die Erde funktionierte völlig anders früher, vor Jahrmilliarden, als sie es heute tut. Also dieser Schlüssel zur Gegenwart stimmt einfach nicht immer, dass diese ferne, fremdartige Welt, genauso wie die Katastrophen, da sehr daran beteiligt waren, dass es uns heute gibt. Da erzählen sie jetzt Erkenntnisse. Sie erzählen Ideen, Hypothesen, Theorien, mehr oder weniger umstritten und unter anderem beispielsweise vom Schneeball Erde. Das ist eine Erde, die vom Pol bis zum Äquator gefroren war. Es gab zwei Ereignisse, wenn man jetzt die Zwischenintervalle rausnimmt, dieser Art. Und vor etwas mehr als 2 Milliarden Jahren, so schreiben diese beiden Autoren, soll das die Erde grundlegend verändert haben, nämlich dahingehend, weil danach oder dadurch der Sauerstoff in die Welt kam. Denn nach diesem Schneeballereignis sollen sich die Cyanobakterien entwickelt haben. Das heißt, die sauerstoffproduzierende Photosynthese war in der Welt und danach war nichts mehr so, wie es vorher war. All die Mikroorganismen, die vorher gelebt waren, hatten Pech. Die starben schlicht und einfach, weil man mit diesem Gift-Sauerstoff erstmal umgehen muss. Ein anderer Wendepunkt, den Sie erzählen, der war sehr viel später, vor 251 Millionen Jahren, der größte bekannte Vulkanausbruch, wenn man so will, aller Zeiten, Lavaausbruch in Sibirien, der löste über Kettenreaktionen das größte bekannte Massenaussterben der vergangenen 540 Millionen Jahren, also seit Entstehung der Tiere aus. Das Ganze hat die Weichen der Evolution neu gestellt. Hätte es das nicht gegeben, vorher waren die Ahnen der Säugetiere die Herrscher der Welt, danach waren es dann die Ahnen der Saurier, einfach weil die besseren Lungen hatten. Man könnte fast meinen, das gesamte Zeitalter der Dinosaurier sei ein großer Fehler gewesen. Hätte es nicht diese eine riesige Welle aus Flutbasalt gegeben, die Geschichte hätte ganz anders verlaufen können. Menschliche Intelligenz vor 250 Millionen Jahren? Der Weg vom Menschenaffen zu etwas höher entwickeltem war kurz, als er vor nicht allzu langer Zeit begann. Jetzt kann man natürlich sehr darüber streiten, ob das jetzt wirklich so gekommen wäre, denn die Evolution geht immer ihren eigenen Weg. Aber dieses Buch liefert sehr interessante Denkansätze insgesamt. Allerdings tragen diese Forscher durchaus Scheuklappen. Sie zitieren Kollegen gerne mit ihren älteren Erkenntnissen, mit ihren älteren Theorien und Hypothesen, einfach weil sie selbst ihre Sicht der Dinge verkaufen wollen. Das macht das Buch für einen Laien, der sich nicht schon damit beschäftigt hat, manchmal recht schwierig zu lesen. Man muss nämlich wissen, wo die genau jetzt ihr Werk verkaufen und nicht im Mainstream schwimmen oder wo sie nicht in einem Bereich sind, wo viele ihrer Meinung sind. Es ist ein interessantes Buch, es gibt Denkanstöße, aber der Leser muss sehr kritisch bleiben und vielleicht auch mal rechts und links schauen. Ich würde auch sagen, ist ein Buch eher so für Fachleute eigentlich geschrieben. Also mich hat es ganz klar nicht so sehr gefesselt wie das eben erwähnte Buch über Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.
Dieses Buch von den beiden Amerikanern ist eher wie ein klassisches Lehrbuch geschrieben, muss man sagen. Es ist vollgepackt mit Informationen, sorgfältig recherchiert, keine Frage. Nur mir fehlt an manchen Stellen irgendwie so eine klar erkennbare Dramaturgie. Also es wirkt für mich so wie so eine Aneinanderreihung von Fakten, wo auffällig oft dann auch Arbeiten zitiert werden, die die Wissenschaftler selbst gemacht haben. Also es ist auch etwas eine Nabelschau, wo es für mich dann als Nicht-Experte schwer ist zu erkennen, okay, wollen die jetzt nur ihr eigenes Licht sozusagen für alle sichtbar machen oder wie repräsentativ ist das wirklich, diese Theorien, die sie vorstellen. Viele Details fand ich zu speziell, deswegen wäre meine Empfehlung, naja, also dieses Buch würde ich nur empfehlen, wenn man wirklich tief einsteigen will. Es ist spannend, aber man muss es schon lesen wollen, oder Herr Lange? Dem schließe ich mich an. Man wird als Einsteiger in die Geologie leider zu schnell rausgeworfen. Es sind viele interessante Einzelinformationen, aber das Durcheinander der Zeiten der Erdgeschichte, das mir immer wieder auffällt, wenn ich mal einen Zeitungsartikel zu diesem Thema lese, dass es ganz schwierig ist, da den Überblick zu erhalten und auch die verschiedenen, zum Teil widerstreitenden Ideen irgendwie zusammenzukriegen, ist als Außenseiter sehr schwierig. Dieses Buch hilft mir dabei leider nicht. Trotzdem fassen wir jetzt nochmal alles, was man wissen muss, um sich dieses Buch zu besorgen, zusammen. Alles Wichtige zum Buch von Peter Ward und Joe Kerschwink finden Sie im Internet unter www.deutschlandfunk.de/auslese oder hier und jetzt zum Mitschreiben. Eine neue Geschichte des Lebens, wie Katastrophen den Lauf der Evolution bestimmt haben. Das Sachbuch von Joe Kerschwink und Peter Ward wurde von Sebastian Vogel aus dem Englischen übersetzt. Es ist bei DVA erschienen, hat 544 Seiten und kostet 29,99 €. Wir sprechen über zwei Bücher, die die Geschichte des Lebens in neuem Licht zeigen, jedes auf seine Weise. Beiden gemein, sie betonen die vielfältigen Wechselbeziehungen in der Natur. Also in dem Buch von Peter Ward und Joe Kerschwink spielen globale Stoffkreisläufe von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel zum Beispiel eine immense Rolle, weil die daran beteiligten Prozesse und Organismen letztlich darüber entscheiden, zu welchem Zeitpunkt der Geschichte die Erde mal besonders wohltemperiert war oder besonders unwirtlich eben zum Schneeball wurde. In Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur geht es darum, dass die Klimazonen die jeweilige Flora und Fauna extrem mitprägen und die Natur rund um den Globus gestalten bzw. ähnliche Erscheinungsformen hervorgebracht hat, wenn die Rahmenbedingungen eben ähnlich waren. War Humboldt, Alexander von Humboldt, mit seinem Verständnis der Natur als fein austariertes Netzwerk, wo alles mit allem wechselwirkt, war er seiner Zeit da weit voraus, wenn das selbst heute noch die vorherrschende Meinung ist? Er hat die spätere Zeit geprägt und das wird im Buch auch sehr schön gezeigt. Es fehlt vielleicht die Vorgeschichte, aber was nachher kam, das wurde vom Denken Humboldt sehr stark geprägt. Wir können ja heute Ökologie uns gar nicht mehr vorstellen, ohne dass wir denken, dass eine Art, zum Beispiel auch der Mensch, eine andere Art beeinflusst. Aber dieses Denken, das hat er erst bekannt gemacht und er hat insofern unsere Natursicht erfunden. Die Wissenschaft hat sich aber nachher ein wenig von Humboldt entfernt, indem sie sich immer weiter differenziert hat. Sie stellen Informationen lieber als Grafik zusammen, als Naturgemälde. So ist natürlich auch eine Lücke zwischen der allgemeinen Bevölkerung und der Wissenschaft entstanden, die Humboldt so nicht haben wollte und die er auch nicht kannte. Für ihn war das ein gesamtes Bild und insofern glaube ich, dass Humboldt da wirklich ganz wichtige Arbeit geleistet hat, die zumindest unser Bild von der Natur, manchmal auch in der Wissenschaft, aber mehr noch außerhalb der Wissenschaft prägt. Alles ist Wechselwirkung, dieser Spruch geht ja auf ihn zurück. Er war damit quasi der Begründer der Umweltschutzbewegung, das wird in dem Buch auch gezeigt. Sehen, Er war auch einer der ersten Klimaforscher, er hat die Isothermen sozusagen eingeführt in die Klimakarten, also Linien mit ähnlichen Temperaturen, um klarzumachen, wo eben ähnliche Vegetation vorzufinden sein müsste. Wie dicht, die Frage geht vielleicht an Sie, Herr Lange, weil Sie Biologe sind, wie dicht war Humboldt an dieser Idee der Evolution schon dran? Weil er ist ja ganz knapp davor, er lernt Charles Darwin auch persönlich kennenlernen, wie hier. Er hatte eigentlich alles, was man brauchte, um die Evolution zu verstehen. Er war ja wirklich ein Universalgelehrter und er war in der Forschung absolut auf dem neuesten Stand. Die Welt, dass die Welt sich veränderte, wusste er. Er hatte sich Vulkane angeschaut und wusste, da ist Dynamik in der Erde, da tut sich was. Trotzdem den Schritt zu Mutation und Selektion, wie wir es dann später zumindest im Grundsatz bei Darwin sehen, den Schritt hat er nicht gemacht. Obwohl eigentlich die Fakten auf dem Tisch liegen. Ja, er ist ja sogar, das wird sehr schön im Buch beschrieben, Charles Darwin begegnet. Aber Humboldts Stärke war nicht das Zuhören. Er war ein guter Redner und ein schlechter Zuhörer. Und er hat Charles Darwin, dem jungen Kollegen, überhaupt nicht zugehört. Er wollte seine Sicht der Dinge erklären und Charles Darwin war nachher sehr enttäuscht, dass sein großes Vorbild, der große Humboldt, immer noch ein großer Mann war, aber ihm einfach nicht zuhören wollte.
Der König von Preußen nannte ihn ja den größten Mann seit der Sintflut. Also da ist die Evolution auch noch nicht drin. Aber er hat auch gesprochen wie ein Wasserfall, offenbar, wenn er dann mal den Pfad war. Dass diese Leute schlicht und einfach immer in ihrer Zeit lebten und Großes vollbracht haben. Man kann nicht von ihnen verlangen, dass sie sich hinstellen und die gesamte Erkenntnis von 200 Jahren in einem einzigen Leben erfinden. Er hat sich darauf konzentriert zu sehen, dass Netzwerke bestehen, dass in der Natur was zusammenhält. Das ist eine wahnsinnige Leistung aufgrund des Wissens, was vorhanden war. Aber Humboldt wollte alles verstehen. Aber auch Darwin hat, wie wir alle wissen, nicht die Evolutionstheorie an einem Tag erfunden. Er hat es auch erst nach vielen Jahren der Forschung hinbekommen. Das heißt, da war einfach die Zeit noch nicht reif. Was hätte Humboldt denn gesagt zu diesen neuen Erkenntnissen, also Katastrophen, die Evolution immer wieder sehr weit zurückgeworfen haben über die Jahrmilliarden, dass das Leben sogar mehrmals quasi fast vor dem Ausstand, hätte das in sein Modell gepasst? Oder er dachte doch eigentlich eher an so ein langsames sich verändern und anpassen, oder? Also diese Sichtweise, dass die Katastrophen eine große Rolle gespielt haben und dass die Erde vor Jahrmilliarden völlig anders funktioniert hat als heute, die ist ein Produkt der letzten, sagen wir 50 Jahre. Sie hat sich dann auch erst langsam wieder durchgesetzt. Wir müssen daran denken, dass es früher einen großen Kampf gab, vor 300 Jahren, zwischen Leuten, die sagten, alles ist Katastrophe und Vulkane und alles, und die anderen sagten, alles wuchs langsam und die Meer, also der Stein entstand aus dem Meer. Und diese beiden Sichtweisen, inzwischen Sintflut und alles hängt zusammen, hin und her schwankt, die Leute kämpften miteinander. Und ehe man dann jetzt wieder die Katastrophen integrieren konnte, das dauerte halt. Wobei er ja Vulkane untersucht hat und sich extrem dafür interessiert hat, ihm war schon klar, dass die Natur solche Ereignisse produziert. Ja, aber das sind keine riesigen Katastrophen. Das hat nicht die Dimension, die es in diesem Buch gilt. Genau, das kommt noch eine dritte Sichtweise dazu, die Humboldt auch sehr stark verinnerlicht hat. Und das ist die romantische Sicht auf die Natur oder auch die Natur als Ideal. Die ist auch bei Goethe drin. Er hat Goethe sehr oft getroffen und beide waren voneinander begeistert. Ja, und in Goethes Werk ist der Humboldt überall nachlesbar. Und auch in Humboldts Schriften ist der Goethe direkt oder indirekt überall zu finden. Also das sind auch Sichtweisen der Natur, die jetzt gar nicht mal so naturwissenschaftlich sind, die zum Teil heute auch überholt sind, die aber dieses Gefühl für Natur sehr deutlich machen. Dieses ideale Natur, die man nicht anrühren sollte. Wir könnten noch lange weiter diskutieren, wollen aber an dieser Stelle einen Strich ziehen. Wir haben gesprochen über Evolution, die Entstehung des Lebens und die Rolle, die Katastrophen dabei spielen, und zwei aktuelle Sachbücher vorgestellt. Die letzten Minuten, die wir noch haben, wollen wir nutzen, um Ihnen reihe, um noch weitere Bücher vorzustellen, die wir spannend fanden beim Rundgang über die Buchmesse. Zeit für unsere Lesetipps in Kürze. Durchgeblättert. Wussten Sie, dass die ersten Büroklammern für Ludwig XV. Hergestellt worden sind? Und dass eine unsichtbare Schutzschicht aus Chromoxid dafür sorgt, dass ein rostfreier Stahllöffel keinen Geschmack abgibt? Man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, aber wenn der Löffel schmecken würde, würden wir ihn nicht so begeistert als Esswerkzeug benutzen. In dem Buch Wunderstoffe, 10 Materialien, die unsere Zivilisation ausmachen, erzählt der britische Professor Mark Neodovnik diese und ganz viele andere sehr spannende Geschichten aus der Welt der Materialwissenschaften. Und er taucht dadurch, wie man das von einem Materialforscher erwartet, durchaus auch mal ab in die Welt der Moleküle und Kristallgitter. Das muss er, um die spezifischen Eigenschaften von Werkstoffen wie Plastik, Holz, Glas, Stahl, alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, zu erfassen. Obwohl er das tut, verliert er nie den roten Faden aus dem Blick. Das fand ich sehr bemerkenswert. Er berichtet zum Beispiel von einer Messerattacke, die bei ihm die Liebe zur Chemie entflammt hat. Er schildert die Mission der NASA-Raumsonde Stardust, die mit einem Aerogel, dem leichtesten Material, was je gefertigt wurde, Sternenstaub eingefangen hat. Und er nimmt den Leser mit ins Hinterhoflabor von John Wesley Hyatt, der auf der Suche nach einem Elfenbeinersatz für Billardkugeln um 1865 einen der ersten Kunststoffe erfand, das Zelluloid nämlich. Schräge Anekdoten, garniert mit spannender Wissenschaft, das ist alles das, was für mich ein gutes Sachbuch ausmacht. Dieses Buch hat es und ich war überrascht, dass man so spannend über Materialforschung schreiben kann. Selbst die chemische Formel für Klopapier steht in diesem Buch, die bleibt der Autor nicht schuldig. Unterhaltsam, hintergründig, mein Lesetipp, Wunderstoffe, 10 Materialien, die unsere Zivilisation ausmachen, Autor Mark Miodovnik. Erschienen ist das Buch bei DVA, 304 Seiten, kosten 19,99 €. Herr Lange, was ist Ihnen untergekommen? Ja, mein Lesetipp, der Fall Paul Kammerer, das abenteuerliche Leben des umstrittensten Biologen seiner Zeit. Paul Kammerer lebte vor 100 Jahren in Wien. Und er war wirklich ein richtig schräger Vogel. Er war eigentlich in seinem Leben dauernd verliebt,
zum Teil in sehr bekannte Frauen. Alma Mahler ist bekannt, gut, die hatte mehrere Verehrer, aber er gehörte auch dazu. Und er war immer ganz dicht am Rand der Depression, manchmal sogar am Rande des Selbstmordes. Also er hat es sich nicht leicht gemacht im Leben. Und auch als Forscher ist er merkwürdige Wege gegangen. Er hat mit Kröten geforscht und hat dabei die Vererbung erworbener Eigenschaften nachgewiesen. Nun, das entsprach aber natürlich damals wie heute nicht der Hauptlehrmeinung, dass das, was wir erleben, wie die Umwelt auf uns wirkt, direkt auf die Nachkommen wirkt. Das war damals starker Tobak. Und die Diskussion um die Epigenetik, wie sie heute wieder stattfindet, die war natürlich noch sehr weit weg. Er wurde auch angefeindet von den Professorenkollegen. Das waren auch sehr national gesinnte Leute damals an der Universität Wien. Ein richtig spannendes Buch, ein Kriminalfall. Es geht auch um den Selbstmord dieses interessanten Wissenschaftlers. Warum hat er sich umgebracht? Über die Persönlichkeit erfährt man sehr viel. Leider erfährt man nur wenig über die Wissenschaft. War er wirklich genial und seiner Zeit voraus? Oder war er wirklich ein Wissenschaftler auf Abwägen? Die Frage kann nicht beantwortet werden, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Der Fall Paul Kammerer, das abenteuerliche Leben des umstrittensten Biologen seiner Zeit, von Klaus Tasch war erschienen bei Hansa, 352 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank, Michael Lange. Dagmar Röhlich, eine Minute haben wir noch. Was ist Ihnen untergekommen? Ja, Peter Moore, das Wetterexperiment. Ein dickes Buch. Es beschreibt, wie die Meteorologie zu Wissenschaft wurde. Vor 200 Jahren konnte man allenfalls in 100-jährigen Kalender reinschauen. Peter Moore schreibt, wie die Pioniere, wie sie gearbeitet haben, welche Abenteuer sie erleben mussten, erlebt haben, welche zum Teil bizarren Fachdiskussionen sie führten. Es ist ein facettenreiches, faszinierendes Buch, geschrieben wie ein Roman, wirklich empfehlenswert. Peter Moore, das Wetterexperiment von Himmelsbeobachtern und den Pionieren der Meteorologie, aus dem Englischen von Michael Hein, Mare Verlag, 560 Seiten für 26 Euro. Ich hätte jetzt noch einen Buchtipp, ich habe nur das Problem, ich darf nicht drüber sprechen, aber merken Sie sich dieses Buch schon mal vor. Der neue Science-Thriller von Mark Ellsberg kommt leider erst am 31. Oktober raus. Ein tolles Buch. Die Besprechung können Sie natürlich am 31., wenn es freigegeben ist, bei uns auf der Webseite lesen unter www.deutschlandfunk.de/auslese. Es geht um Genscheren, dürfte Sie interessieren, Herr Lange, CRISPR-Cas, die schöne neue Welt der Biotechnologie und was Designer-Babys so alles anrichten könnten, wenn es sie denn mal tatsächlich geben würde. Also mein Tipp schon mal vorweg, mehr darf ich nicht dazu sagen, aber auf jeden Fall lesenswert. Mit diesem letzten Buchtipp geht die Auslese für heute auch schon wieder zu Ende. Danke an Dagmar Röthel und Michael Lange fürs Mitdiskutieren hier auf der Buchmesse. Die nächste Sendung haben wir für Sonntag, den 18. Dezember geplant. Dann wieder aus dem Kölner Studio. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Mein Name ist Ralf Krauter.